Hallo ihr Lieben, ein neuer Monat, ein neues Kit. Ich fange dieses Video zu gerne so an, weil wie auch sonst. Und ja, ein neues Monatskit von Dani Toys ist eingetroffen und ich würde euch gern zeigen, was alles Schönes dabei ist. Hier einmal wieder Lasse und Pierre. Das Inspirationsheft September. Da sind wie gesagt immer so Ideen, was man so alles machen kann, die weiteren Kits, die es noch so monatlich gibt und ja, alles sowas. Und vorne auch eine Beschreibung, ich zeige es euch jetzt mal, wie das Abo funktioniert. Ich habe das 12-Monats-Abo, zahle also 29 Euro im Monat plus 4 Euro Versand. Das. So, dann ist hier auch immer vielen Dank für deine Bestellung und irgendwo ist auch ein Zettel, wer es gepackt hat, da. Kerstin hat mein Paket gepackt. Und auch immer dabei ist ein Gummibärchentütchen. Das Set heißt diesmal Tagträumer. Und dann schauen wir mal rein, was da dabei ist. Einmal haben wir von Dream Big. Ich lese gerade deswegen. Fokus. Solche Puffy-Sticker. Hier so Sterne, groß und klein, kleine Kreise, große Kreise und solche Pfeile mit Sprüche. Dann haben wir hier so Collectibles oder auch Ephemeras, heißt das so. Hier Daydreamer von Kaiserkraft, deswegen heißt das Set wahrscheinlich auch Tagträumer. Ich möchte jetzt ungern auspacken, hier habt ihr so ungefähr einen Einblick, was da so drin ist. Ich wollte jetzt mal gucken, ob irgendwo steht, wie viel. Nee, Die-Cut-Shapes, so nennt sich. Und hier nochmal ein Set. Von der gleichen Serie wie die Puffy-Sticker. Ein Ephemera-Pack, sag ich doch Ephemera. Und da kann man hier ganz gut erkennen, was drin ist. Ja, ist halt super, um Karten zu verzieren oder Alben aufzuhübschen. Dann auch meistens mit bei ist ein Sticker-Alben. Ein Sticker-Sheet hier mit Alpha-Sticker, so. Komplette Alphabet in so Schaumstoff, etwas erhabener in Grau, mit Zahlen und Zeichen. Und dann auch immer dabei sind Papiere in 12x12, meistens von einer bestimmten Serie. Hier haben wir jetzt von Kaisercraft diese Daydreamer-Kollektion. Das steht bei diesen teuren Papieren immer drauf. Das ist immer dieser Händlerstreifen. Dann haben wir einmal so ein Blatt, was man einzeln ausschneiden kann. Die Rückseite sieht so aus und da kann man die Rückseite auch immer vom Händlerstreifen benutzen. Ja, hier einfach so kleine Sprüche ausgeschnitten. Dann haben wir hier auch dieselbe Serie. Um weiß und schwarz. Und hier sieht es so aus. Und auch immer alles schön farblich aufeinander abgestimmt bei den Kits. Seht ihr hier alles? Wartet. Alles so in Türkis schwarz gehalten. Dieses. Und der Nachthimmel. Dann haben wir diese Variante mit den Punkten. Und hier den Häusern. Die finde ich sehr cool. Das Blatt gefällt mir richtig gut. Dann hier auch so mit ein wenig Türkis. Dream Big. Ach, das ist jetzt die Dream Big, wovon die Sticker sind. Hier mit der Landkarte. Ist ja auch cool. Ein Teil, also gehört, zwei Serien hat man hier dann drin. Hier mit den Wolken. Und dieses. Das finde ich ein sehr schönes Papier. Werde ich definitiv nicht zerschneiden. Und hier mit so kleinen Sternchen. Und dieses. In dem Fall kann man den Händlerstreifen unten nicht verwenden, weil er beidseitig beschriftet ist. Ja, das war das Kit. 9 Papiere sind immer drin und dann, wie gesagt, hier so kleines Gedöns, womit man schön zusammen was gestalten kann. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!